So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 21.20 Uhr, somit noch vor den Apple-Zahlen veröffentliche ich hier das Video, denn nachbörslich könnte es turbulent werden. Zunächst einmal blicken wir auf den DAX. Der hat jetzt heute, siehe da, wenn ich den noch näher auffähre, genau hier die Oberkante des Rainbows getroffen und ist daran bullisch abgeprallt. Somit ist die Zielzone, die auch zuvor eben nur knapp touchiert worden ist, erreicht. Da der DAX auch im nachbörslichen Handel relative Stärke zeigt, jedenfalls gegenüber der Nasdaq, der Dow Jones ist nur relativ gering im Minus. Ja, kann hier morgen der DAX, wenn er Stärke zeigen sollte, eventuell direkt durchstarten. Im Future wurde hier der ebenfalls ein wichtiger EMA touchiert und konnte im eine wunderschöne Hammerkerze ausbilden. Amazon steckt noch oberhalb der Trendlinie sozusagen fest. Hier die Vertex-Aktie macht sich jetzt vielleicht auf, eine langfristige Kaufzone zu erreichen. Goldcorp prallt der Aufwärtstrendlinie ab, aber da ist nur ein Buy-Setup möglich. Shorten würde ich kein einziger der Goldaktien würde ich shorten. Hier war noch ein Hoch möglich, also alles ist jetzt nicht viel passiert. Das sind eher jetzt langfristige hier, wo, wie man sieht, kein anderer Pfeil da war, geht es abwärts. Also war hier oder ist hier womöglich wirklich was fertig. Und bei Barrick Gold, habe ich hier einen Pfeil nur gemacht, einen grauer Pfeil unter dem Niveau. Sieht es nach einer kleineren Korrekturwelle eben aus. Also passt hier. Jetzt schauen wir noch Newmont Mining an. Da war ich hier ein Stopp. Also hier ist jetzt noch nichts passiert. Aber wie gesagt, shorten, das ist jetzt hier nur ein Szenario, was möglich ist. Aber ich würde das jetzt hier eher auslassen. Zu dem Forex-Teil. Da wurden jetzt hier, was vorher knapp, nachdem der Wert vorher noch knapp gescheitert ist, aber er war eigentlich auch schon durch, aber auch von dem Muster her war noch ein neues Hoch möglich. Das tat er auch, habe ich auch in dem Video erwähnt, wäre es gerne, aber alte Videos sind eigentlich uninteressant anzuschauen, auch wenn Kursziele erreicht worden sind, aber hier war, habe ich auch gesagt, ein Hoch sollte noch folgen. Was hier jetzt erstmal punktgenau mit 3 Pips punktgenau erreicht worden ist, ist hier die 126er Marke. Da gab es eben noch ein Einstiegs hier, gab es das Setup von heute Morgen. Zack, Tiefskurs erwischt und bislang dann dieses abgearbeitet perfekt. Das US-Dollar gegen polnische Zloty war hier nur ein Kursziel erreicht, darüber hinausgeschossen. Deshalb ist hier eher das denkbar. Und wenn es auch jetzt dann im Endeffekt noch perfekt lief, bis auf knapp 12 Pips heran, habe ich ja hier die 3, die 1, 4, 6, 5 angegeben, knapp unter dem EMA 10, EMA 200. Also ist das jetzt auch beendet. Und noch das Euro-Pfund hat ein neues Tief gemacht, was gewünscht worden war. Mal schauen, ob sich das noch direkt wirklich zu dem Kursziel ausdehnen kann. Aber präferiert wird es definitiv nicht möglich, aber nicht mehr präferiert. Auch hier hat es dann
perfekt geklappt. Die Aktien-Setups kommen jetzt hier mit dem Rückgang des DAX ein bisschen in die Bredouille, aber noch weiter möglich. Da wurde kein Setup aktiviert, genauso wenig bei ThyssenKrupp, Salzgitter nicht. Hier waren die Aufwärtsbewegungen bis zum EMA 200 präferiert. Dann kamen heute hier Zahlen raus. Hier ist der Ausbruch noch präferiert, solange es über der 1868 notiert, die Aktie. Hier kommen wir jetzt ein bisschen in die Enge, sage ich mal. Der Abwärtstrendlinie wurde nachhaltig gebrochen, Rücklauf eingeleitet, EMA 200. Hier wird es, wie gesagt, ein bisschen eng, sonst fällt er hier noch alternativ weiter runter. Ganz eng war es hier, wenn man hier den Stopp direkt auf das Tief gelegt hat. So sollte es eigentlich auch sein. Wären wir noch im Spiel. Im Chat habe ich ja dann geschrieben, hier die Unterkante wäre das, ja, die Maximalkorrektur, sage ich mal. Also ist hier eigentlich theoretisch noch was im Lot. Wer jetzt hier ausgestoppt worden ist, kann auch wieder einen neuen Einstieg dann finden. Ist jetzt hier nicht dramatisch. Wer direkt hier eine Stop-Buy-Marke gesetzt hat, hätte hier 1, oder 2 Euro pro Aktie dann verloren. So, das war's. Alles kann sich mit den Zahlen von Apple ändern, dass sich hier der DAX, wo habe ich den DAX, dass der DAX noch das zweite Korrekturlevel anläuft. Wie gesagt, sonst das erste ist in meinen Augen abgearbeitet und auch so erklärt worden. Danke und bis morgen.